Wir benötigen mehr Holz. Ja, Holz ist immer noch so das Problem, aber hier und da bekomme ich ein bisschen was rein, wenigstens. Der Sultan ist auch ziemlich am Ende. Ja. Saladin beschießt ihn die ganze Zeit mit seinen Patrouillen. Saladin ist gerade das wenigste Problem. Der ist am... Oh, danke. War das ein Kalif da oben? Wahrscheinlich. Feuerballiste angezündet. Das gibt mir natürlich... Oh, der hat jetzt auch kein Geld mehr. Jetzt habe ich tatsächlich Zeit dadurch. Danke, warum er ihn angezündet hat. Das war wahrscheinlich der Kalif da oben. Einzig logisch Erklärung. Komm, in der Hoffnung, dass ich jetzt hier ein bisschen in Ruhe gelassen werde beim Holzfällen. Ich brauche Holz. Hätt's gedacht, ne? Ich würde es brauchen. Aber stimmt. Der Bergfried ist komplett. Ah, das fühlt sich mal gut an zu hören. Oh ja, zweimal Stein. Danke, her damit. Damit werde ich jetzt erstmal schön eine kleine Offensive gegen den Sultan einläuten. Zuerst mal mache ich die Holzfällhütte hier weg. Das wird etwas schwierig. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt. Kommt mal rüber. Waffen geschultert. Wohin gehen wir? Ihr legt euch dann da drüben an. Mit dem Bogenschützen da und ich möchte jetzt den Sultan da ausschalten. Das dürfte mir so die größte Verschnaufspause schaffen, die ich überhaupt nur brauche. Vor allem wird es mir dann die Eisenvorräte erschließen. Euren Wunsch. Hat jemand was von Erschießen gesagt? Ja, Adolf, geh weg da. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. So langsam wird's doch. So langsam wird's Haus. Schon einmal alle anderen ausgehungert werden langsam. Es ist halt ein Anfang, den man irgendwie überleben muss. So, jetzt kriege ich euch nämlich, ihr Penors. Komm rein. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Jetzt können wir mal den Weg gehen und eine erste Armbrustproduktion starten. Armbrust haben wir schon. Die Harnische. Die Harnische. Juhu. Fortschritt. Goll. Speichern wir auch mal wieder unter Atom. Nur für alle Fälle. Speichern. Können es tatsächlich schon den nächsten Turm platzieren. Obwohl, ich lasse den Holzfäller erstmal noch abgeben. Können wir später noch anders machen. Und los! Mist. Der schießt jetzt von mir. Relativ ungestört. Aber gut, wird noch gehen. Geht trotzdem sehr weiter. Oh, ganz knapp passt das halt nicht hin. Wie gemein. So, danke für deine Dienste. Du bist erstmal entlassen. Ja, Bogenschützen bereit. Kannst du hier unten irgendwo weiterarbeiten? Mein Bogen ist teuer. Sire. Rüber. Euer Gnaden. Was wünscht ihr? Lagerungsgeräte bemannt. Ganz ehrlich, jetzt reiße ich das Ding mal ab. Zum einen, um die Baumeistergilde hier hin zu platzieren, die passt nämlich wunderbar noch rein. Ich könnte ja sogar, ne, der Marktplatz passt nicht rein, aber ich könnte... Eure Befehle? Schon wieder was finden.
Schön. Waffen geschultert, eure Lordschaft. Achtung, zur Stelle. Achtung. Alter, so habe ich mir das mit der Treppe aber nicht vorgestellt. Dann eben nicht. Ich hätte gerne eine Wendeltreppe oder sowas. Die würde wenig Platz wegnehmen. Und los, Sire. Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Sie sind Geschichte. So. Wisst ihr was? Wir machen jetzt wieder unsere Dream-Kombo. Pikiniere. Armbrustschützen. Wir benötigen Holz. Pikinis. Das haut ja noch hin. Hier, guck mal. Wir haben immer noch ein paar Leute übrig. Ja, dann gehe ich doch mal um. Von der Produktion und mach mal... Los! Ein bisschen hier. Und dann gucken wir mal, dass wir noch eine Rüstungsproduktion reinkriegen. Da brauchen wir natürlich auch erst das bisschen Eisen. Und da einmal bitte rein. Wird auch nicht funktionieren. Sire. Den erwischen wir gerade gut. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt. Hier, kommt mal her, mach mal das hier weg. Ein Kinderspiel. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Das Volk wisst ihr was? Euch, Sire. Käse nutzen wir zum Verkaufen. Unsere brauchen eh keine Nahrung gerade. Wachsen, 5 Käse bringen uns immerhin. 20 Gold. Ja, damit. Hallo. So. Macht mal den Turm weg. Der gibt nur unnötig viel Deckung dem Herrn. Das war ein Weg hierher. Das war ein Weg. Oh Gott, ein Bauer übrig. Wir könnten ja Holzfäller reduzieren. Eine Nachricht vom Sultan. Ihr seid eine Nachricht vom Sultan. Was? Über den Verlust des Sultans. Das nimmst du sofort zurück. Nein, ich stehe dazu. Reicht, das heißt Krieg. Haha. Ha. Ihr könnt auf uns zählen. Sehr wohl, mein Herr. Ich mach's eine Ente. Wir wisst ihr warum? Nack, nack. Hi. Ein Ahi. Hier. Vorwärts, Pikiniere. Bikini-Model. So, Ruhe ist langsam mal hier. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich bin ja schon gescheit. Ich kann ja nicht so. War eine kleine Geburt bis hierher. Habe ich das schon mal erwähnt? Bei allen Heiligen, ihr kämpft gut. Zu gut, fürchte ich. Wohin gehen wir? Und nochmal geschwungen. Hi. Es wird ich komme gerade vor, wie die KI mit dem Ausbilden. Aber egal. Egal. Alter, wie schnell mir mein... Was wünscht ihr? Mein Winnie Pooh. Auf dem Weg. Aber gern. Vorwärts, Pikiniere. Uns Schaden anrichten. Ei, von der Pike aufgelernt. In Ordnung. Oh. Kalif, du Schlitzohr. Leider reicht's nicht ganz. Ei. Es werden Rekruten, eure Lordschaft. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Gut, eigentlich würde es sich hier anbieten, noch auf Streitkolbenkämpfer zu setzen. Einfach nur, weil wir sowieso schon Harnische für Rüstung produzieren. Also hier als Harnisch als Rüstung. Achtung, okay. Zur Stelle! Was wünscht ihr?
Auf dem Weg. Hi. Oh Gott. Saladin. Eine Nachricht von Saladin. Oh, nicht meine. Meine Streitkräfte haben euch erneut zugesetzt. Das ist nur der Anfang vom Ende für euch, mein Freund. Mann. Wir benötigen Holz. Du Arschkeks. So. Wollt ihr wieder auf? Alter, was wir einen Hopfen gerade haben. Übel. Aber ich sag, meine Hopfenvorräte lange ich hier nicht an. Die sind heilig. In Ordnung. Alle Bogenschützen mal sammeln. Ich möchte die Schleuderschützer aus. Schützer, Schützen ausschalten. Eure Lordschaft, los! Nein, Saladin, hör auf. Mach doch mal den Sultan restlich tun. Ja, gut. Jetzt die ganze Zeit da rumschießen. Auf den Arm. Hier ist Katapult bitte mal kaputt. Dankeschön. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. So, jetzt trefft ihr hoffentlich die richtigen. In Bewegung. Bogen gespannt. Also wisst ihr, was wir tatsächlich mal machen können? Sehr wohl, Sire. Sehr wohl, Sire. Eine Nachricht von Saladin. Eure Barbaren. Jetzt greift er mich an. Super. Danke. Eure primitiven Pläne. Ihr seid zu durchschaubar. Was hast du gegen mich, außer dass ich zu durchschaubar bin? Ich glaube, das war's schon. Begründung beendet. Achtung! Warum haben wir gerade so viele Leute? Ah, da wurden mir, glaube ich, ganz viele Leute draußen abgeschossen. Geschultert. Hallöchen. Euer Gnaden, wie können wir helfen? Lagerungsgeräte bemannt. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Zur Stelle. Achtung! Wir geben unser Bestes. Jetzt brennt der Steinbruch mal. Eine Nachricht von Saladin. Hat auch schon fast zu lange gedauert. Das ist nur der Anfang vom Ende für euch, mein Freund. So schnell ich kann, Sire. Ihr seid los, Leiter-Trigger, du schaffst das. Sofort, mein Herr. Das ist geschafft. Respekt. An der Jung. Jetzt brennt hier wieder nahezu alles. Waffen geschultert. Ah gut, meine Burg kann sich ziemlich gut autonom versorgen. Eure Lordschaft, an den Wall. Ein erträglicher Aufwand. Wer den Wall hat, hat den Qual oder so. Leitern bereit. Ach komm, jetzt werde ich von dir getroffen. Die ganze Zeit macht er nichts hier. Zu Diensten. Bogenschützen bereit. Na, warte, dich kriege ich. Rücken aus. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Achtung. Mein Bogen ist euer. Visiere an. Na also. Mein Herr. Bleib weg da. Ich möchte einmal sinnvoll mit Leiterträgern arbeiten. Ist es schon soweit? Ja, es ist mal soweit, dass ich sinnvoll mit Leiterträgern arbeite. Es werden Waffen benötigt. Los. Da könnte ich kurzzeitig tatsächlich mal auf Lanzenträger gehen, weil die Kinder können ja leider nicht hochklettern. Eure Befehle? Gehen wir nach Hause? Leider ja, wir gehen nach Hause. Natürlich. Bin zur Stelle. Ja. Ziel angepeilt. Schultert die Waffe. No, natürlich können sie es nicht. Ne? Ich habe trotzdem die Hoffnung, es zu sehen, dass es nach oben geht. Ich habe es nämlich noch so selten, probiere ich das mal aktiv aus, dass ich das echt nicht hundertprozentig sicher wusste, aber nee. Nee, nee, nee. Mein Bogen ist euer. Hi. Was wünscht ihr? Ich muss schon sagen, boah, wer hat mir den Turm kaputt gemacht? Aber stimmt, ich habe doch gar keinen gebaut dort. Upsi. Sire. Speichern. Yay.
speichern. Ich bin langsam so lang, dass ich überlege, ob ich die später beende. Der Hammer. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Deine Mutter beginnt auszutrocknen. Oh, Moment mal. Keine Kuhfarm. Ich verstehe das Problem hier. Ein Holzfäller hätte ich gerne hier. Den anderen da oben. Eure Befehle? Bogen gespannt! Ihr könnt auf uns zählen. Problem ist jetzt mit meinen Bogenschützen, könnte ich da auch hoch. Nur werden die hier von den Schleuderschützen dann angeballert. Das muss nicht sein. Ich würde gerne einmal räumen. Visiere an. Räumungsverkauf. Ja. Bogenschützen bereit. Unerreichbar. Ziel angepeilt. Holz ist gerade das Problem, ich merk's. Jetzt können wir mal auf 90 gehen. Yay. Hätten wir eigentlich die ganze Zeit... Na gut, Pech ist jetzt nicht so sinnvoll zur Produktion, aber ja, ein bisschen... Gut, sicher wäre das auch nicht wirklich gewesen. Wäre nicht wirklich eine Alternative. Aber ganz ehrlich, ich greife jetzt einfach mal auf Stein, weil das mit dem Eisen läuft ja ganz gut. Ich würde dann sogar lieber eine zweite Eisenmine machen. Ihr könnt auf uns zählen. Obwohl, Stein hätte ich eigentlich schon gerne. Es werden Waffen benötigt sein. Wir benötigen Holz. Gut, ich meine, wir könnten ja hier noch eine... Gut, wir könnten hier eine Brauerei machen. Ist ja nicht so schlimm, dass es nicht erreichbar ist. Das ist ja so diese kleine Gasse hier. Da muss ja nicht unbedingt überall Durchgang sein. Können wir dann später noch platzieren. Ihr könnt auf uns zählen. Ui, was kommt denn da an? Ein erträglicher Aufwand. Seien wir mal ready. Ihr könnt auf uns zählen. Also Saladin, der haut los. Gut, der hat ja auch sein kleines Schlaraffenland. Der hat auch massig Geld gehordet mittlerweile. Das sollte jetzt auch endlich mal langsam den Sultan hier töten können. Der viertgrößte Herrscher. Apropos Sultan töten. Ihr könnt auf uns zählen. So langsam könnt ihr ihn hauen. Eine Nachricht vom Kalifen. Ganz ehrlich, was haben wir? Gut, die Waffenproduktion ist wichtig, aber ich würde jetzt tatsächlich mal auf gute Dinge noch gehen. Das Volk huldigt euch, Sire. Das war schon, was ich bauen kann. Yay. Sonst zu wenig Platz in der Burg. Wir haben nicht genügend Platz hier. Ich kann sie auch hierhin platzieren. Hier passt auch was hin. Yay. Ein plus 1. Oh, es reicht sogar für ein plus 1. Cool. Komm, holen wir uns noch ein bisschen Geld dazu. Jetzt könnten wir tatsächlich hergehen und kleine Steuern machen. Kriegt man zumindest ein kleines Income hier und wieder. Hier und da, wieder. Warum kann er uns ja eh egal sein? Oh, die Gerberin ist weg. Gleich ausnutzen. Also die Gerberin ausnutzen. Nö, hier steht ein Platz. Hallo, wo leben wir denn? Das geht sogar noch besser tatsächlich. Und zwar so. Plus 4 sogar. Mois. Ihr könnt auf uns Waffen benötigt sein. Das ist auch erstmal gut ein für den Verkauf.
Machen wir so ein bisschen was. Schauen wir, dass wir auch Holz noch drin behalten. Und wir leben! Das freut mich. Ich wollte es mal erwähnt haben, dass wir leben. Das ist einfach so schön. Hi. Aber gern nieder mit ihnen. Ihr könnt auf uns zählen. 27. Das soll eigentlich eine Zahl sein, mit der wir was erreichen sollten. Vor allem, weil der Sultan ein bisschen schwächerer ist. Ein Minuspunkt zumindest. Eine Nachricht vom Sultan. Der glühende Himmel nähert sich der Gelbe. Nee, ich möchte zu deinem Kumpel. Du bist vom Saladin zerpflückt auf kurz oder auf lang. Ja, also auf kurz. Aber wir haben jetzt auch noch den Kampfbonus. Und weiter. Hoch mit euch. Die meisten backen halt wieder runter. Das ist auch so ein Problem mit den Leiterträgern. Wohin gehen wir? Habe ich schon mal erwähnt, dass Leiterträger nicht sehr viel bringen. Aber gut. Ein bisschen bringst du doch was, seht ihr. Mit nur einem einzigen. Ja. Eine. So auch der arme Sultan. Eigentlich können wir hergehen. Und auf gleiche Weise noch den anderen Sultan meucheln. Was machst du beim Brunnen draußen, Fall? Wenn ich irgendwie in diesen einen Pfeilmacher. Das habe ich in der Mission gar nicht bemerkt. In irgendeiner Mission war das, wo es einen Pfeilmacher gab, der ewig lang nichts getan hat. Effektiv null produziert. Hat einen Mitarbeiter des Monats noch bekommen dann wahrscheinlich. Wie es immer die Leute sind, die am wenigsten. Er hat einen Schleuderschützen, aber der wird mich jetzt nicht aufhalten. Bei meinem teuflischen Plan. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Wir rücken aus. Was ist denn? Eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Ist es eigentlich sinnvoll, eine Leiter aus Gold zu bauen? An den ich meine, Gold ist ein guter Leiter. Kann ich dienen? Wisst ihr was? Wir machen mal den. Nennt euren Wunsch. Dass wir jetzt da hoch. Nicht hauen! Und weiter! Das ist schon. Ja, bitte. Da, du sollst hoch, Mann! Sehr wohl. Du gehst hoch und machst das Tor auf. Für den Rest. Zählen. Danke. Plan. Das geht auch ohne Meuchelmörder. Auch wenn über. Nicht wieder runter. Da habe ich das Tor schneller eingehauen. Ich meine. Stormwind verleitet einen aber auch. Dazu. Das einzige in dieser Richtung, was funktioniert, ist der Belagerungsturm. Sturmböcke erhalten viel zu wenig auf. Ihr könnt auf uns zählen, das Spiel. Sturmböcke halten viel zu wenig aus. Die Leitern funktionieren so richtig scheiße. Wohin gehen das Spiel will, dass man mit Truppen aufmacht. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Und weiter. Einer wird es doch wohl schaffen. Ja. Sehr wohl. Ja. Meine Güte, was eine Geburt, wir ey. Wir rücken aus. Metzelt ihn. Kill geklaut. Alle müssen den Schlaf der Armen. Tut mir leid, Saladin, du hast verkackt. So auch der arme Sultan. Der Leiterträger kann nicht mal was dafür, die Truppen sind einfach so doof. Obwohl, gut, die Leiterträger, die müssen ja auch immer ihre Leiter fallen lassen, sobald sie sterben. Ja, so. Jawohl. Es werden Rekruten benötigt sein. Als nächstes, na gut, die Kalifen sind eigentlich wenigste Bedrohung. Die können wir sogar noch stehen lassen, einfach nur, weil sie wenigstens schlimm sind. Wir sollten uns tatsächlich darauf konzentrieren, jetzt mal in die Richtung zu gehen und von links jetzt mal Druck auf den Saladin auszuüben. So ganz von links könnten wir ein bisschen was bewirken. Mit Tribocken, einen schönen Belagerungsring machen. Es werden Rekruten benötigt sein. Zur Stelle! Ich würde mal sagen, jetzt können wir auch mal expandieren. Obwohl, den Krieg gegen den Saladin könnte man halt viel leichter führen, wenn wir auch nach rechts hin jetzt Ruhe hätten und ordentlich das Ganze benutzen könnten. Und da sollte man vielleicht auch erstmal rechts aufräumen. Und jetzt erst um den Saladin kümmern. Da ist nämlich das geringste Problem auch. Wie machen wir die Kalifen? Wie mache ich denn den lilanen Freund?
würde sagen, wir zünden ihn mit einer Feuerballiste an, aber Europäer und so. Hat er hier eigentlich offen? Da hat er offen, da macht gar kein Torhaus hin. Er kriegt wahrscheinlich... Ja, das ist mal wieder der Klassiker. Das, die KI wartet auf die Steine. Wenn ich mich nicht schon entschlossen hätte, die Kalifen zuerst zu machen, hätte ich spätestens jetzt. Lass mal das. Nimm ich lieber zum Ausbilden. Ja, wir können den Klassiker bei ihm machen. Belagern mit Katapulten. Wir stellen eine Belagerungstruppe davor auf, die jetzt alles ein bisschen hält. Womit kann ich dienen? Euer Gnaden. Es holen uns ein paar Baumeister. Eine Nachricht von Saladin. Eure barbarische Alter, der hat mittlerweile aber auch was. Primitiven Pläne. Ihr seid zu durchschaubar, mein Freund.